Wer ist denn der fette Teenager? Keine Ahnung. Ich gucke mir jetzt wissenswert mit euch zusammen an. Ein Tag im Leben eines Teenagers oder des fettesten Teenagers der Welt. Digga, ich bin gespannt, was da für ein Schwergewicht kommt. Weil diesen Titel zu erringen ist, glaube ich, nicht leicht, Digga. Wirklich der fetteste Teenager zu sein. Da gibt es bestimmt viel Konkurrenz. Ich als Kind, boah, ich war auch schon ein fettes Kind. Ich habe auch echt viel Süßigkeiten gefressen und so. Ich war so dick, Digga. Ach du Scheiße, ist der fett. Oh mein Gott, ich will gar nicht so abwerten oder gemein sein. Der nennt sich nicht übel. Ich meine dick nicht als Beleidigung so richtig, aber dicker ist der fett. Junge, ist das ein Schwergewicht. Oh, du Kacke, Mann. Essen. Das sind die zwei größten Leidenschaften von Casey King. Was sind die zwei größten Leidenschaften? Videospiele. Ah, Videospiele. Warum dieses Klischee wird aufgegriffen? Und Essen. Das sind die zwei größten... Ich glaube, Teenager gilt ja ab 18 bist du erwachsen. Ich glaube, davor bist du auch Teenager. Das Headset ist aber auch geil gelegt, Digga. ...größten Leidenschaften von Casey King aus den USA. Eieiei. Der junge Mann aus dem Bundesstaat Georgia sitzt... Alter Junge! Der hat ein Gewehr da vorne. ...nicht nur den ganzen Tag vor dem Fernseher. Seine erste Mahlzeit besteht in der Regel auch aus einer großen Portion Fast Food. Mittlerweile wiegt Casey unfassbare 322... Digga, ich dachte gerade, der Junge wiegt 700 Kilo. What the fuck? Aber ist ja in amerikanischen Zahlen. 300 Kilo wiegt dieses Arschloch. Alter Junge, das ist so asozial viel, Mann. Kilogramm und ist damit der wohl dickste Teenager der Welt. Doch Caseys extremes Gewicht stellt ihn nicht nur vor enorme gesundheitliche Probleme. Auch seine Familie leidet unter seinem Übergewicht und Freunde... Okay, ich muss echt sagen, jetzt mal ganz kurz Spaß zur Seite. Das ist fucking ungesund. Dieser arme Junge. Alter, der hat seinen Schwanz seit über 10 Jahren nicht mehr gesehen. Alter, das ist ganz ungesund, aber ganz furchtbar ungesund. Er muss einmal ehrlich sein. Ich bin der Fettsack und ich liebe es zu essen und ich habe gefühlt eine Esssucht, ne, teilweise schon. Aber das ist krank. Bitte Leute, passt auf euch auf. Fresst so viel ihr wollt und habt Spaß am Leben und hier und da. Ich will euch nicht schlecht reden. Digga, werdet nicht so, Mann. Werdet nur Probleme im Leben haben. Diabetes, Herzprobleme, ihr seid fett. Digga, sorry, du kommst hier aus dem Haus raus, das ist halt nur Scheiße. Dann habe ich gefühlt Mitleid eher. Im realen Leben besitzt der Teenager nicht. Aber wie konnte es... Ist das auch für ein Bild von ihm? Alter, sorry, Alter. Ich glaube, beschissener hätten die nicht aufnehmen können, ne? Wie sieht denn dieser Typ aus? Das ist ja wirklich grausam. ...nicht zu so einer extremen Gewichtszunahme kommt. Alter, in diesen Speckfalten ist das One Piece versteckt, Alter. Wirklich, in der Speckfalte muss Ruffy mal suchen. Ey, das ist ja unglaublich. Und wie gestaltet Casey seinen Alltag? Diese Fragen wollen wir heute beantworten, denn wir zeigen euch einen Tag im Leben des dicksten Teenagers der Welt. Mit dabei sind schockierende... Oh Mann, diese Burger, Digga. Ey, diese Pommes sehen auch so unansprechend aus, ne? Diese Pommes hätte ich gar keinen Bock. ...Details seines Tagesablaufes und tragische Geschichten aus seinem Leben, aber auch ein kleiner Hoffnungsschimmer. Es wird also spannend, deshalb bleibt dran, hier. Bei Wissenswert. Gib mir Hoffnung, bitte. Wissenswert. Also Leute, falls ich ihn verarsche, nimmt mir nicht übel. Ich will nicht seine Menschlichkeit abschreiten und ihn komplett fertig machen. Ein bisschen Spaß muss sein, aber grundsätzlich, Digga, der Junge, pff, das ist echt fucking ungesund. Bevor wir zum Tagesablauf des schwersten Teenagers der Welt kommen, wollen wir kurz einen Blick auf seine... Alter, wie oft hat der in seinem Leben schon den Kühlschrank aufgemacht? ...Vergangenheit werfen und herausfinden, warum er überhaupt so dick wurde. Casey King kommt ursprünglich aus der Kleinstadt Jackson und war schon im Kindesalter eher dick. Neues Doppelkind sehe ich. Als er gerade auf die Highschool kam, wog er bereits 130 Kilogramm. Alter. Das ist zwar bereits sehr viel, doch Casey konnte immer noch an einem geregelten Leben teilnehmen. Er hatte sogar mehrere Jobs und arbeitete als Schüler neben der Schule in diversen Restaurants. Jetzt mal ehrlich, ne? Das ist eine richtige Scheißfrage. Ich sehe die aber gerade hier im Chat. Ey, wie wichst denn der? Ey, ich meine, das ist immer böse, ne? Jetzt mal real so, ne? Wie soll der an seinen Schwanz kommen? Der muss ja wirklich durchgehend hochhalten. Das ist doch scheiße. Alter, das ist doch kacke, Mann. Das Gratisessen, das er bei seinen Jobs jeden Tag bekam, wurde ihm allerdings schnell zum Verhängnis, denn Casey aß bei seiner Arbeit fast täglich mehrere Portionen Fast Food. Der geile Typ, Alter. Genau dasselbe habe ich beim Kellnerjob auch gemacht. Bei meinem Kellnerjob gab es immer gratis Essen. Ihr hättet nicht widerstehen können. Ich hatte eine Karte und ich durfte mir aussuchen, was ich wollte. Burger, Pizza, Kroketten, Pommes. Und ich habe jedes Mal bei der Arbeit gegessen. Und ich habe safe in meiner Arbeitszeit, so sagen wir über ein Jahr verteilt, 5 Kilo zugenommen, weil ich jedes Mal gefressen habe. Unser guter Teenager hier hat anscheinend die ganze Welt zugenommen. Aber ey, ich kann den Bruder verstehen, was gratis Essen gern geht. Da könnt ihr auch schwer widerstehen. Gratis Essen ist hart. Das ist sehr hart, nein zu sagen. Er nahm rasant zu und war schon bald zu dick, um seiner Arbeit überhaupt noch nachzugehen. Ja, das ist doch scheiße. Natürlich kann ich mehr arbeiten, weil er zu fett ist. Jeder Handgriff und jeder Schritt wurden zu einer unüberwindbaren Anstrengung und der... Alter, der Typ sieht aus wie ein U-Boot, Mann. Es ist halt wirklich, als ob er hier hinten so ein... als ob er ein Hai gegessen hätte. Also wirklich, als ob er jederzeit ins Meer rein könnte und jemand angreifen könnte. Teenager schmiss seine Jobs hin. Seine Mutter zog daraufhin schließlich die Reißleine, denn sie wollte nicht akzeptieren, dass ihr Sohn nur aufgrund seines Gewichtes arbeitslos wurde und schmiss ihn von zu Hause raus. Das ist natürlich nicht so nett. Sie hoffte, dass er diesen radikalen Schritt als Weckruf sehen würde, doch Casey zog stattdessen einfach bei seinem getrennt lebenden Vater ein.
Und hier ging der Kreislauf weiter, denn sein Vater war froh, dass er seinen Sohn wieder mehr um sich hatte und belohnte ihn täglich mit Essen vom Lieferdienst. Inzwischen wiegt der US-Amerikaner 322 Kilo. Alter, deine Knie gehen kaputt, weil die müssen das ganze Fett ja tragen. Casey King kann sich kaum noch bewegen und er weiß selbst, dass ihm sein Übergewicht bald das Leben kosten kann. Kommen wir nun aber zum Alltag von... Ey, der Typ braucht ganz dringend einen Bypass und Fett absaugen muss. Der ist so fett, muss man einfach mal leider echt traurigerweise sagen, der ist so fett, der würde es nicht mehr ohne Operation schaffen, dünn zu werden. Der würde es aus eigener Kraft nicht mehr schaffen, leider. Von Casey King. Wie bereits erwähnt, wohnt der junge Mann aktuell bei seinem Vater. Weil er allerdings weder zur Schule geht noch einen Job hat... Wir reden ja von einem Teenager, aber es wird nicht gesagt, wie alt er ist. ...fehlt ihm auch jeglicher Tagesrhythmus. Aus diesem Grund wacht er... Alter Schwede, habt ihr das gerade gesehen? Sein Fett ist einfach eine Decke. Ich könnte unter diesem Fett schlafen. Guck mal hier, warte, guck mal hier, der Speck, guck mal, wie es wackelt. Ey, der könnte doch... Alter, wenn der drunter keinen... Der hat doch einen Schatz da drunter. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Erst gegen 12 Uhr mittags auf. In der Regel wird er dabei von einem unbändigen Hungergefühl geweckt. Doch statt sich für den Tag fertig zu machen und sich richtige Kleidung anzuziehen, bleibt er einfach im Bett sitzen. Und das vollkommen nackt. Ey, wie unwichtig war die Situation und die Information, dass er nackt ist. Ja, ihr habt richtig gehört. Der 322 Kilogramm schwere Casey bleibt am liebsten den ganzen Tag vollkommen unbekleidet und trägt dabei... Meine Kamera ist davor. Ey, das ist ein gruseliger Anblick. ...mal Unterwäsche. Und das hat für ihn einfache Gründe. Erstens passt ihm keine richtige Kleidung mehr. Och Mann, das ist so ein Scheiß, Alter, Bro, warum bist du so fett? Und Casey war schon lange nicht mehr vor der Haustür, um sich neue Anziehsachen anfertigen zu lassen. Und zweitens sei es ihm einfach immer viel zu warm. Statt in seiner Kleidung zu schwitzen, zieht er lieber die Vorhänge vors Fenster und läuft deshalb nackt durchs Haus. Von Laufen kann bei Casey allerdings nicht wirklich die Rede sein. Der junge Mann kann sich aufgrund seines Gewichtes kaum noch bewegen und an manchen Tagen ist der einzige Gang, den er bewältigt. Alter, jetzt mal Real Talk, Digga, hilf denen doch mal jemand. Alter, wenn ich wüsste, mein Sohn ist so ein fettes Stück Scheiße, dass er sich nicht mehr bewegen kann und nur zum Kühlschrank rollt, dann würde ich die fucking Polizei rufen. Alter, Digga, nicht böse gemeint, aber der Vater muss da mal irgendwie Schritte einleiten, das ist doch... Der Weg zum Kühlschrank. Doch in der Regel wird ihm sogar das Essen direkt ans Bett gebracht. Extreme Übergewicht für Casey schon zur Lebensgefahr geworden ist, kümmert sich Vater Danny um die Verpflegung seines Sohnes. Dafür nimmt er sogar mehrfach am Tag dessen Bestellungen entgegen und so ist es kein Wunder, dass schon das Frühstück... Also dieses Essen hat er seit über 20 Jahren wahrscheinlich nicht mehr gesehen. ...nicht aus Obst, Müsli oder Joghurt besteht, sondern stattdessen direkt eine Portion Fastfood beinhaltet. Nicht selten isst er dabei bereits mehrere Burger, frittiertes Hühnchen und eine große Portion... Dazu trinkt er meist schon zum Frühstück... Sag nicht Cola! ...ein Liter Eistee oder... Eistee. ...einen anderen Softdrink. Digga, zum Frühstück erstmal ein Liter Eistee, Digga, das ist ja wirklich dirty. Erstmal richtig schön dirty gönnen. Nein, aber, boah, wenn ich das höre, wird schwindelig, Digga. Auch bei den anderen Mahlzeiten wie Lunch und Abendessen steht ausschließlich Fastfood auf dem Programm. Hinzu kommen Unmengen an Chips und Süßigkeiten, die Casey im Laufe eines Tages zu sich nimmt. Bis zu unglaublichen 10.000 Kalorien soll der junge Mann so täglich zu sich nehmen. Ja, Digga, der macht wirklich, wie schon einer hier im Chat geschrieben hat, die 10.000 Kalorien-Challenge täglich. Und Casey kann einfach nicht aufhören. Das führt sogar so weit, dass sich der US-Amerikaner anschließend manchmal übergeben muss, weil ihm so schlecht wird. Die haben gerade gesagt, er übergibt sich teilweise, weil er so viel frisst. Der hat eine ganz klare Fresssucht wahrscheinlich. So weit, dass sich der US-Amerikaner anschließend manchmal übergeben muss, weil ihm so schlecht wird. In diesem Zusammenhang erinnert Caseys Verhalten an die Binge-Eating-Störung, bei der Betroffene regelmäßig von sogenannten Fressattacken heimgesucht werden. Menschen mit Esssucht oder einer Alter, ist das eine Tonne. Binge-Eating-Störung verhalten... Digga, was frisst denn die, Alter? Eine fette Cheese-Pizza erstmal auf ganz locker? Zweimal Bolognese und, Digga, was haut die sich denn rein, Alter, dieses dicke Ding? ...sich, als seien sie süchtig nach Essen und verschlingen wahllos Nahrungsmittel in enormen Mengen. Eine Fressattacke dauert oft mehrere Stunden und Genuss, Hunger oder Sättigung spielen dabei keine Rolle. Charakteristisch Krank. Für die Binge-Eating-Störung ist außerdem, dass die Betroffenen den Essanfall nicht kontrollieren können. Alter, wie krank sich das anhört. Müssen wir uns vorstellen, der isst und isst und wie so ein Monster, das du dich aufhalten kannst. So, hör auf, er hört nicht auf. Hören oft erst auf, wenn ihnen schlecht wird und der Bauch schmerzt. Die Folgen können nicht nur ein extremes Übergewicht sein. Auch psychische Erkrankungen wie Depressionen, Manien oder bipolare Störungen können Begleiterscheinungen sein. Ich habe gerade Lust auf einen Döner. Nach dem Frühstück widmet sich...
sich Casey dann seiner Lieblingsbeschäftigung, den Videospielen. Er spielt fast rund um die Uhr Multiplayer-Games. Sie sind nämlich... Alter, wenn ich bei COD auf den stoße, Alter, bin ich tot. ...die einzige Möglichkeit, um mit Menschen in Kontakt zu bleiben, ohne dass sie ihn für sein Aussehen verurteilen. Das ist aber irgendwie traurig, ne? Man muss auch sagen, ganz ehrlich, ich bin ja auch so ein Wichser, der gerade sagt, ey, der ist dick und hier und da. Ja, ist halt, ne? Was soll man machen? Ohne es böse zu meinen, der ist halt einfach fucking dick. Und weißt du, wenn er auf die Straße geht, dann sehe ich den und denke mir, wow, du bist ein dickes Ding. Und da guckt jeder hin. Ja, ne, da hast du natürlich auch Angst rauszugehen, da willst du nicht vor die Tür gehen und so, kann man natürlich auch verstehen. Auch gerade seiner Mutter sind die Spiele ein absoluter Dorn im Auge. Sie glaubt, dass Casey bereits eine Spielsucht entwickelt hat und die... Bruder, der sitzt den ganzen Tag zu Hause und zockt, was glaubst du denn? ...Zunahme ihres Sohnes haben. Casey will davon allerdings nichts wissen und gibt stattdessen jemand anderem die Schuld. In seinen Augen ist sein eigener Vater für sein Übergewicht verantwortlich. Casey würde zwar das Essen bestellen, doch kaufen würde es schließlich sein Vater. Auf seinen Vater das zu schieben, finde ich schwach. Klar, sein Vater unterstützt das, aber grundsätzlich bist du doch schuld, Digga. Du schiebst doch das scheiß Essen in dich rein und nicht dein Daddy. Was der Arbeit... Digga, wenn der Vater dich anketten würde und dir das Essen reinballern würde, okay. Aber das passiert nicht. ...lose 320-Kilo-Mann dabei allerdings verschweigt, ist die Tatsache, dass er seinen Vater regelmäßig unter Druck setzt und ihn sogar beleidigt, wenn er nicht genau die Dinge einkauft, die er im Vorfeld verlangt hat. Doch Vater Danny kümmert sich nicht nur um das Essen seines Sohnes. Alter, was ist das für ein Treffen von Rollmopsen? Auch wenn Casey sich waschen möchte, ist er auf die Hilfe seines Vaters angewiesen. Weil der Teenager nicht mehr in eine handelsübliche Badewanne oder gar in eine Dusche passt, wird er inzwischen auf der Veranda in einer Zinkwanne gebadet. In einem Interview erzählt... In so einer Wanne würde ich auch mal gern so baden. ...Casey, dass er bereits zweimal in der Badewanne festsaß und nicht mehr hochkam. Einmal soll er sogar über 9 Stunden auf Rettung gewartet haben, weil sein Vater ihm nicht mehr hochhelfen konnte. Ach, du Wie Kacke. Man sich denken kann, ist die gesamte Situation für Casey und Danny King extrem belastend. So belastend, dass Casey sich 2019 zu einem radikalen Schritt entschied. Oh, bitte Hoffnung! Gemeinsam mit einigen ebenfalls extrem übergewichtigen Familienmitgliedern entschied er sich für eine OP, bei der sein Magen extrem... Ist das für Fett, Junge? Damit könnte man halb Afrika ernähren! ...dem verkleinert werden. Bevor diese lebensverändernde Operation von Experten durchgeführt werden konnte, musste Casey über 30 Kilogramm Gewicht verlieren. Ernährungsexperten stellten daher seine Essgewohnheiten um und ein Personal Coach trainierte mehrmals... Oh, ist das geil. Ja, meine Fresse. ...die Woche mit ihm. Dabei kam der 320 Kilogramm schwere Teenager allerdings immer wieder an seine Grenzen. Knochen und Gelenke waren bereits schwer geschädigt. Er hat sich auch nicht bewegt, seine Knochen sind komplett vereist, Alter, gefühlt. Und auch sein Kreislauf machte ihm immer wieder zu schaffen. Dennoch gelang es Casey schließlich, die nötigen Pfunde zu verlieren und der Tag der OP war gekommen. Schließlich unterzog sich Casey tatsächlich der Operation, die sein Leben für immer verändern sollte. Doch nicht nur die Magenverkleinerung an sich brachte eine radikale Veränderung. Casey selbst entschied sich außerdem auch für einen komplett neuen Lifestyle. Er hörte auf, Videospiele zu spielen und ging stattdessen regelmäßig in der Natur wandern. Yeah. Heute, nur 2,5 Was? Jahre nach der OP, ist Casey daher kaum noch wieder... Digga, das sieht ja... Wow! ...zu erkennen. Er hat unglaublich... Alter, ja! Oh, Digga, der hat ja richtig abgenommen. What the fuck? Guck ihn dir an. ...200 Kilogramm Körpergewicht verloren. Alter, stell, du verlierst 200 Kilo. Eieiei. Das ist ein anderer Mensch. ...und wiegt heute nur noch knapp 130 Kilo. Nimm dir ein Beispiel. ...mittlerweile auf eine gesunde Ernährung, Kalorien und macht Sport. Casey fühlt sich zum ersten Mal wohl in seinem Körper und kann es kaum erwarten, bis auch seine Haut fällt. Das ist das Problem, wenn du so fett bist, ne? Dann schlabbert die Haut einfach. ...eine Operation entfernt. Er hat es sich geschworen, dass er nie wieder in alte Muster zurückfallen wird und ist für viele Menschen zu einem Vorbild geworden. Mhm. Denn Caseys Fall zeigt, dass man sich mit Willen... Das sah der Scheiße aus, Mann. ...stärke und konsequenten Verhaltensänderungen aus fast jeder Situation befreien kann. Und das war's auch schon. Das ist wirklich furchtbar. Also der war wirklich ein geiles Video, weil das am Ende so ein schönes Happy End hatte. Zum Glück, ich hatte Angst, dass er irgendwie stirbt. Freut mich viel. Das war wie so ein Film, wo am Ende so ein Happy End kommt. Ich schwöre, genau so hat sich das gerade angefühlt. Das war schön.